Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Gisa Steg und ich nehme jetzt heute einfach mal so ganz spontan noch, eigentlich hätte ich eine Buchlesung, aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Es sind so wenig reingekommen. Wir haben einfach einen schönen Austausch gehabt jetzt und deshalb nehme ich jetzt euch mit in eine Buchlesung und ich erzähle euch von dem Buch, wie aus Wunden Wunder werden. Zu dem Buch gibt es natürlich selbst schon Geschichten, doch ganz kurz, falls du hier neu bist und mich noch gar nicht kennst, mein Name ist Gisa Steg, ich bin Stehauf-Mentorin, psychologische Beraterin und auch systemische Beraterin. Ich mache Hypnose, ich habe auch Hypnose-Coach-Ausbildung. Und ja, mach ganz, ganz viel auch tatsächlich Wingwave Coaching und mache eine Mischung aus Wingwave und eben halt Familienaufstellungen und Aufstellungen, systemischen Aufstellungen und begleite Menschen aus ihren ja, Selbstwertthemen heraus letzten Endes in ihre eigene Kraft und Stärke zu kommen, mehr Kraft und Durchsetzungsvermögen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich selbst habe, na jetzt ist es gerade gar nicht, unter anderem ein Buch, das Thema natürlich narzisstische und toxische Beziehungen beenden, auch wie du Trennungen gerade auch da ja im wahrsten Sinne des Wortes überlebst und wieder mehr Lebensfreude bekommst, wie du dich von deinen alten Wunden auch befreist, befreie dich mehr Mut zum Ich. Und das ist ganz klar Nein sagen zu Energieräubern, toxischen Gewohnheiten, denn nein, nicht Nein sagen können, sind unter anderem natürlich auch toxische Gewohnheiten und natürlich auch Nein zu narzisstischen Beziehungen. Und des Weiteren habe ich natürlich Bücher und gebe ich natürlich auch Workshops und Seminare zum Thema Nein sagen und Grenzen, selbstbewusst Grenzen setzen. Und es geht auch nicht immer darum, seinen Willen komplett von heute auf morgen quasi anderen aufzuzwingen und durchzusetzen, so nach dem Motto, jetzt war ich auf einem Seminar bei der Gisa Steg und jetzt kann ich endlich Nein sagen und jetzt sage ich ja und bei jedem Nein. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, ein gesundes Nein zu lernen. Ein gesundes Nein ist natürlich ganz, ganz wichtig für dich persönlich und für dein Umfeld. Und je öfterst du klare Grenzen setzt und steckst, und dazu gehört natürlich erstmal, sie selbst zu finden und wahrzunehmen, dich wahrzunehmen, deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, um sie dann klar zu kommunizieren. Und das ist natürlich gemeint, mit selbstbewusst Grenzen zu setzen. Und auch, wie gesagt, dazu gehört auch ein klares Nein. Wie du dahin kommst, dazu habe ich natürlich auch verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem das eins davon ist jetzt dieses 33 Tage Manifestationsjournal. Und es ist ein quasi ein Date mit deiner Seele und eine Liebeserklärung an dich. Und da geht es wirklich darum, dich mit den Fragen immer wieder auseinanderzusetzen, wo stehe ich gerade und was möchte ich? Für was bin ich zum Beispiel dankbar? Und wo in meinem Leben, in welchem Lebensbereich, da wird wirklich auch über das Lebenswort angeschaut, welcher Lebensbereich ja, schenkt dir zum Beispiel ganz viel Kraft und welcher entzieht dir Kraft? Und dann auch da wieder ein Gleichgewicht herstellen zu können. Und nun möchte ich dich mitnehmen auf eine kleine Reise aus dem Buch Wie aus Wunden Wunder werden. Und wenn du dich jetzt natürlich so fragst, was ist denn jetzt da so ein bisschen die Essenz? Was ist denn der Inhalt des Buches? Nun, also hier wird natürlich ganz kraftvolle und machtvolle oder die Gesetze der Macht und unter anderem die Macht der Gedankenhygiene und des eigenen Mindsets.
die Macht der, ja, der eigenen Gedanken, wie kraftvoll und machtvoll die denn letzten Endes sind. Dann natürlich stellt sich die Frage, was macht mich glücklich und was lässt mein Herz höher schlagen? Dann auch das Thema die Macht der Dankbarkeit, die Macht des inneren Kindes. Oh ja, es gibt da draußen so viele innere, verletzte kleine Kinder in erwachsenen Körper und verletzte Menschen verletzen Menschen und geheilte Menschen heilen auch andere Menschen. Einfach mal so als Idee. Dann natürlich auch die Macht der Vergebung. Hier ist ein ganz tolles Ho'oponopono-Ritual drin. Die Macht der eigenen Freiheit, die Macht der Vorbilder. Und damit meine ich nicht, sich zu vergleichen, sondern sich jemanden wirklich Gutes als Vorbild nehmen. Zum Beispiel sich zu fragen, was würde XY jetzt in der Situation machen? Und dann auch die Macht der Beharrlichkeit, das heißt, dranbleiben, umsetzen, immer wieder dranbleiben, nicht beim ersten Scheitern alles hinschmeißen, sondern sagen, okay, jetzt weiß ich. So funktioniert es gerade nicht. Wie funktioniert es denn dann? Dann auch die Ahnenreihe, die Macht der Ahnenreihe. Wenn du dein Ahnenfeld total kennst und auch da Heilung reinbringst, dann heilst du im wahrsten Sinne des Wortes für deine Nachkommen auch schon ganz, ganz viel mit. Ja, natürlich auch die Macht und das Segen des Scheiterns, weil wenn alles immer glatt läuft, dann hast du gar nie, lernst du nie mit Niederlagen, Hindernissen umzugehen. Und du lernst nie neue Wege zu kennen, also kennen im wahrsten Sinne des Wortes, weil du fängst dann, es ist auch etwas, was deine Schöpferkraft anregt. Du weißt dann, oh Mensch, oh, es ist jetzt so nicht, hat es nicht funktioniert. Wie kann es dann funktionieren? Aber auch die Macht der eigenen Glaubenssätze, auch die Affirmationen, die Macht der Dankbarkeit. Du siehst, es gibt so viele kleine, wundervolle Mächte. Und all das gilt es natürlich zu entdecken. So, ich möchte dann schon mal gleich. Ich lese am besten einfach mal das Vorwort vor und gleichzeitig ein ganz tolles Zitat. Vorwort aus. Wie aus Wunden Wunder werden, entdecke die Kraft, die in dir steckt. Und hier auf dem Bettpfaden steht noch für mehr innere Stärke und Resilienz. Vorwort. Dass du dich für dieses Buch entschieden hast, zeigt dir, dass du bereit bist, den oder die nächsten Schritte in deinem Leben zu gehen und aus deinen Wunden Wunder werden zu lassen. Dich mehr mit dir zu verbinden und deiner Seele zu lauschen. Unsere Seele kennt den Weg. Wir haben nur vergessen, uns zu vertrauen. Vielleicht wurde es dir abtrainiert oder dein Wissen geriet in Vergessenheit. Und jetzt bist du an einem Punkt, an dem du deine wahre Größe annehmen, dich an dein Strahlen und deine innere Stärke und Quelle erinnern darfst. Du lernst in diesem Buch die universellen Mächte und Gesetzmäßigkeiten, zum Beispiel der Dankbarkeit, der Vergebung und auch wie aus Wunden Wunder werden, um damit dein Selbstwert, deine Selbstliebe, dein Selbstbewusstsein und deine Resilienz zurückzuholen. Es geht immer um dich, deine innere Macht und dein wahres Selbst. Und das zu erkennen, ist nicht immer einfach. Und dabei möchte ich dich begleiten und deshalb sind wir uns in und mit diesem Buch begegnet. Doch wie so oft stehen wir uns mit unseren Gedanken, Selbstsabotageprogrammen und Glaubenssätzen selbst im Weg. Leider vergessen wir manchmal die Anbindung an unsere eigene Schöpferkraft und Macht und an unser höheres Selbst.
Dieses Buch soll dich dabei unterstützen und anleiten, mehr Glück und Fülle, mehr Liebe und Leichtigkeit, mehr emotionale Freiheit in dein Leben zu ziehen. Es soll dir dabei helfen, die Anbindung an dich und dein Sein zu vertiefen. Ich nenne es gerne Tiefseelentauchen. Doch Achtung, was dieses Buch nicht ist, es ist kein weiteres Buch, in dem du höher, schneller, weiter, besser oder sonstiges lesen wirst. Es ist auch kein Chaka Chaka wünsch dir was Buch. Es ist auch kein Selbstoptimierungs-Wahnsinnsbuch. Diese Inspirationen und die Übungen sollen einzig und allein dazu dienen, dir klar zu werden, wo du stehst und was du willst, wohin du möchtest und wer dich an deiner Seite begleiten darf. Kurz, es soll dir dazu dienen, dass du in deiner inneren Welt klar wirst, was du in deiner äußeren Welt erschaffen möchtest. Und endlich erkennst, was für ein wundervoller und wertvoller Mensch du bist. Und jetzt kommt ein Zitat. Du bist ein Wunder. Es ist an der Zeit, dein Licht durch deinen Selbstwert und deine Selbstliebe strahlen zu lassen. Hell, sanft und auch stark und unbegrenzt. Das Zitat ist von mir selbst. Und dieses Buch ist für Menschen gedacht, die in ihrem Leben noch Träume haben, ihren Seelenauftrag leben und einen wirklichen Unterschied machen wollen. Und doch immer wieder stecken bleiben und sich nicht trauen, ihren Träumen ein Leben zu geben. Lieder und Liederinnen, die sich ein unwiderstehliches Leben und Business kreieren und erschaffen wollen und sich dann wieder um alles und jeden kümmern, nur nicht um sich selbst, ihr Business und ihre Visionen. Du wirst in diesem Buch viele Übungen, Affirmationen, mutmachende Impulse finden, die du wie kleine Samen in deinem Bewusstsein säst und dadurch zu einer großartigen Ernte werden können. Eine Warnung vorab. Dieses Buch kann am Ende Spuren von Glück. Schaut mal, hier steht noch so ein kleines Glück. Gesunden Selbstwert und Selbstliebe, geklärten Lebensträumen und emotionale, vielleicht sogar auch finanzielle Freiheiten hinterlassen. Und vielleicht siehst du so deine unwiderstehlich und unverschämt glückliche Zukunft, dein Partner oder Partnerin, den Job oder Kunden in dein Leben und endlich die Fülle, die du wert bist. Ich wünsche dir eine großartige und magische und erkenntnisreiche Reise durch das Buch. Mögen aus all deinen Wunden Wunder werden und mögest du erkennen, dass du bereits ein Wunder bist. In Liebe, Gisa. Das war jetzt die Einleitung bzw. das Vorwort. Und deshalb möchte ich gleich mal so ein bisschen weiterlesen in das nächste Kapitel, die Einleitung. Viele von uns kennen die Geschichte und die Metapher der Zug des Lebens. Mir persönlich hat die Metapher jahrelang als Trostpalaster gedient, doch heute sehe ich es etwas anders. Es fühlt sich für mich persönlich zu einschränkend an. Der Zug fährt in einem vorgegebenen Schienensystem. Eine Lebenstour, in der die Begrenzung vorprogrammiert ist und welche Enge bedeutet, weil keine eigenen Wege möglich sind. Alles bewegt sich nur innerhalb eines Schienennetzes und
Dieses muss manchmal sehr umständlich rangiert werden. Es fühlt sich auch ein klein wenig so an, als ob wir auf den Schienen der Ahnen und unserer Vorfahren verbleiben und nicht ausbrechen dürfen, um frei zu leben. Doch wie viel schöner wäre es, mehr Leichtigkeit und Selbstbestimmtheit zu leben und zu fühlen, auszubrechen aus diesem vorgefertigten System? Wie wäre es, wenn wir unsere Lebenswege selbst aussuchen könnten und uns freier bewegen und dadurch entfalten könnten? Was, wenn wir stattdessen einen Bus oder ein Wohnmobil nehmen und uns dadurch viel mehr Freiheit erlauben, in ein Leben voller Möglichkeiten aufbrechen dürfen? Auch hier können wir bestimmen, wer uns auf unserer Lebensreise begleitet, wer einsteigen und auch wieder aussteigen darf. Wir müssen nicht mehr dem Schienensystem folgen und können das Steuer selbst in die Hand nehmen. Wir können mit Fähren auf andere Kontinente übersetzen und diese entdecken. Die Welt steht uns viel offener. Stell dir einmal vor, so kannst du viel besser dein Leben nach der Melodie deines Herzschlages gestalten, deiner Seele und deinen Wünschen lauschen und deinen eigenen Wunder kreieren. Deine eigenen Wunder kreieren. Wäre das nicht fantastisch? Doch dein Leben und dieses Buch funktionieren halt eben nur, wenn du bereit bist, deinen eigenen Anteil zu sehen und deinen Teil dazu beizusteuern. So wirst du neue Bereiche und Erkenntnisse entdecken, verinnerlichen und zu neuen Kontinenten aufbrechen können, die dein ganzes Leben verändern. Doch solltest du dir über einen Aspekt des Lebens klar sein, dass es oft einen Unterschied gibt zwischen dem Leben, welches wir uns wünschen, und jenem, welches wir leben. Genau das ist es, was viele unzufrieden und unglücklich macht. Und sie wissen nicht einmal, warum sie unglücklich und unzufrieden sind, weil sie sich im Außen ablenken, um sich nicht mit ihrem Inneren zu beschäftigen. Wie ist es bei dir? Welche Wünsche, Ziele und Bedürfnisse hast du? Und ich möchte dich einladen, dorthin zu schauen und zu fühlen, was von all dem bist du? Was entspricht deinen Vorstellungen und Träumen? Und wie kannst du deine persönlichen Anteile, auch deine Seelenanteile wieder integrieren? Wie viel von dem, was du gerade lebst und erlebst, bist du und entspricht deiner Persönlichkeit und deinem Sein? Und wie viel davon ist eigentlich deine Umwelt? Wie sehr bist du bestimmt und fremdgesteuert? Lass dir mal das so ein bisschen die Gedanken schweifen. An einem persönlichen Beispiel möchte ich dir zeigen, wie enorm die Wirkung äußerer Einflüsse sein kann. Und welche Macht in deinem Inneren liegt. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen Unfall im Januar 2020 und an all seine Folgen. Es war eine persönliche Katastrophe für mich und ich hatte den rechten Oberarm gebrochen und musste operiert werden. Die erste OP verlief sehr gut, bis ich nach ein paar Wochen eine Infektion feststellen musste, da die Ärzte wohl Keime in die Wunde gebracht haben. Es musste sofort erneut operiert werden und es erfolgte nach der zweiten eine dritte OP.
die ich zunächst ablehnte, weil ich spürte, dass diese nicht wirklich brauchte. Doch mein Widerstand im Krankenbett liegend wurde von den Ärzten gebrochen, indem sie mich geradezu mit Horrorszenarien dazu nötigten. Sie erzählten mir, wenn ich mich nicht operieren lassen möchte, dann wird es so kommen, dass mir mein Arm amputiert werden müsse. Ich fühlte mich so ausgeliefert, fremdbestimmt, von den Ärzten nicht für voll genommen, dafür mit Opiaten und Schmerzmitteln vollgestopft und ruhiggestellt, wie ein unmündiges Kind behandelt. Und genau bei dieser dritten OP haben die Ärzte mir einen Nerv im Arm verletzt. Ich erlitt höllische Schmerzen, doch diese wurde vom Pflegepersonal heruntergespielt. Ich solle mich nicht so anstellen, drei OP-Operationen hintereinander, das könne schon mal etwas mehr wehtun. Und außerdem wäre jetzt ja auch alles okay, ich könne nach Hause, es gäbe jetzt größere Probleme als meine Corona stand vor der Tür. So alleingelassen war ich zu Hause, verzweifelt, depressiv. Die Opiate gegen die Schmerzen taten ihr Übriges. Sie benebelten alle Sinne und man fühlte sich wie ein Zombie. Ich konnte und ich wollte nicht mehr. Vor allem konnte ich die Schmerzen nicht mehr ertragen und zusätzlich brach plötzlich der Lockdown über die Welt herein. Nirgends bekam ich Hilfe oder Unterstützung oder eine Reha. Noch nicht einmal meine Krankengymnastik. Von den Ärzten und dem Gesundheitssystem mit Opiaten ruhiggestellt, war meine Situation nicht so einfach. Ich nötigte einen Orthopäden, sich meinen Arm trotz Lockdowns anzusehen. Er bestätigte, dass es kein chirurgisches, sondern ein neurologisches Problem war. Danke. Endlich einer, der mir Glauben schenkte. Und dann sagte er noch folgenden Satz zu mir: Frau Steg, Sie werden Ihren Arm nie wieder so bewegen können wie früher. Der Satz schlug wie eine Bombe ein und er brannte sich in mein Gehirn. Der Orthopäde gab mir eine Überweisung zu einem Neurologen. Ich versuchte als Akutschmerzpatientin einen Termin zu bekommen und rief bei über 10 verschiedenen Ärzten an. Es war inzwischen Ende März und ich hatte mittlerweile 2 Monate mit unglaublichen Schmerzen hinter mir. Doch ich hörte überall folgende Sätze: Wir können frühestens Ende August, Anfang September Ihnen einen Termin anbieten. Auf meine Antwort, dass ich jetzt Schmerzen habe und sofort auf Hilfe angewiesen bin, hörte ich nur: Na, das tut mir leid für Sie, versuchen Sie es woanders. Auf Wiederhören und aufgelegt. Das muss man sich mal vorstellen. Jemand, der wirklich ärztliche Hilfe benötigt, wird in Deutschland nicht behandelt und auf 5 bis 6 Monate später vertröstet. Nach über 15 Anrufen ging mir die Liste der Neurologen und die Hoffnung aus und ich legte mich mit weiteren Schmerztabletten heulend ins Bett. Auch das machte etwas mit mir. Es zog mich noch weiter runter und tiefer in eine depressive Verstimmung. Ich lag benebelt in meinem Bett, konnte meinen Arm vor lauter Schmerzen nicht bewegen und meine Schulter versteifte sich zunehmend, was noch zu mehr Schmerzen führte. Ein Teufelskreis begann. Ich wusste, ich musste für mich wieder aufstehen und mir mein Leben zurückholen. Schließlich bin doch ich die Stehauf-Mentorin. Da ich mich nicht bewegen konnte, hörte ich Hörbücher und schaute sämtliche Amazon Prime-Serien leer und genauso fühlte ich mich leer. Das Leben, mein Leben, zog an mir vorbei und ich nahm es nur noch durch einen Schleier wahr. Ich kann dir heute nicht mehr
genau sagen, welche Serien oder Hörbücher ich mir da reinzog. Und dann hörte ich einen einzigen Satz. Er drang durch all den Nebel zu mir durch. Und dieser war mein Game Changer. Du bist nicht deine Krankheit. Bäm. Der saß. In mir schrie eine Stimme plötzlich ganz laut. Ich will mein Leben zurück. Jetzt. Das bin ich meinem Leben schuldig. So versuchte ich aufzustehen, bettete meinen Arm so, dass ich irgendwie am Schreibtisch arbeiten konnte und suchte mir bei Dr. Google und Professor YouTube Hilfe und Unterstützung. Von den Ärzten gab es zu dem Zeitpunkt ja keine. Und ließ zumindest morgens die Zombie-Opiate weg, um wieder klarer im Kopf zu werden. Dann bekam ich von einer befreundeten Heilpraktikerin den entscheidenden Tipp, was ich naturheilkundlich gegen die Nervenschmerzen nehmen konnte. Und das führte dazu, dass ich bereits nach 3 Tagen die Opiate und nach weiteren 2 Wochen die restlichen Schmerzmittel weglassen konnte. Ich hatte Stück für Stück mein Leben zurück. Und die Lebensfreude und der Wille, meinen Arm zu bewegen. Und so trainierte ich meinen Arm, um ihn wieder langsam nutzen zu können. Ich machte Übungen, die ich mir aus dem Netz holte. Ich wollte den Worten des Ärztes nicht glauben, dass ich meinen Arm nie wieder richtig bewegen könne. Ich sträubte mich dagegen. Es war mein Arm, mein Leben, meine Gedanken. Und so trainierte ich nicht nur körperlich, sondern auch mental. Vor meinem geistigen Auge sah ich, wie ich meinen rechten Arm wieder Bücher schreiben, meine Fenster putzen, meine Blumen umtopfen, meinen BH wieder selbst anziehen kann, meine Flasche Wasser mit beiden Händen aufschrauben kann, mein Auto mit Gangschaltung alleine fahren konnte. Und vor allem übernahm ich die Verantwortung. Die Verantwortung für mich, mein Leben, meinen Arm, denn ich bin nicht meine Krankheit. Und genauso verhält es sich in allen deinen Lebensbereichen. Du bist nicht dein Chef und du bist nicht deine Kinder, du bist nicht dein Partner oder deine Partnerschaft, du bist nicht dein Kredit und du bist nicht dein Haus. Es geht darum, deine Wunden und deine Begrenzungen und deine Blockaden zu entlarven und zu heilen, dein wahres Ich zu entdecken, damit aus deinen Wunden Wunder werden. Und bitte beachte die Inhalte aus dem Buch wie ein reichhaltiges Angebot eines Buffets. Was passt, nimm gerne und was nicht, lass es liegen, dann passt es für jemand anders oder es schmeckt dir zu einem anderen Zeitpunkt. Und genau das ist es. Und das mag ich dir so mit auf den Weg geben. Manchmal kann ein einziger Satz alles kaputt machen, wie zum Beispiel vom Arzt, sie werden ihren Arm nie wieder bewegen können. Und manchmal ist genau der eine Satz, ich bin aber nicht mein Arm oder meine Krankheit. Und das genauso das Ganze wieder, deinen Willen wieder stärken kann und die Vorstellungskraft. Und es war tatsächlich so, dass nach einem halben, dreiviertel Jahr, da gab es noch mal so eine Abschlussuntersuchung. Und dann sagte der Arzt, der andere untersuchende Arzt, Abschluss hat, naja, in Ihrem Alter dürften Sie eigentlich mit Ihrer Verletzung den Arm nicht wieder so bewegen können, wie Sie ihn heute bewegen. Und bis auf 2, 3 kleinere Einschränkungen kann ich meinen Arm wieder voll bewegen. Der Vorteil ist sogar, in der Zeit habe ich meine linke Hand und meinen linken Arm unglaublich stark trainiert, weil ich ja eigentlich alles dann nur noch mit links gemacht habe. Ich habe sogar scherzhaft so, ach, das mache ich jetzt mit links. Und ja, heute kann ich zum Beispiel, wenn ich Fenster putze, muss ich dann nicht so oft runter, weil ich kann ja mit beiden
Teilen ein, dann putzen. Wenn ich zum Beispiel auf der Leiter stehe und die Schränke oben abwische, dann habe ich einen größeren Radius, weil ich jetzt beidseitig putzen kann, muss nicht mehr so oft von der Leiter steigen. Ne? Es gibt ganz viele Vorteile im Nachteil. Man muss nur dann das letzten Endes auch sehen und für sich entdecken und finden. Ich mag euch dann noch mal eine kleine weitere Geschichte lesen, und zwar: Was macht mich glücklich? Das Kapitel Was macht mich glücklich? Um ehrlich zu sein, ist das so ein Satz, den habe ich mal in einem Buch entdeckt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das hier dann erklärt habe. Doch, es kommt. Hast du, was macht mich glücklich? Ganz klar die Frage. Hast du dir auch schon diese zwei simplen Fragen gestellt? Macht mich das glücklich? Oder was macht mich glücklich? Und wie war deine Antwort darauf? Stell dir vor, es können viele Menschen keine Antwort darauf geben, weil sie immer nach dem Glück suchen und erwarten, dass der Partner oder die Partnerin sie glücklich machen sollen. Falls du auch Schwierigkeiten hast, diese Fragen zu beantworten, beginne doch erstmal damit, alles aus deinem Leben zu entfernen, was dich nicht glücklich macht. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Hörbuch von Marie Kondo, einer japanischen Autorin. Der Titel lautete Magic Clearing, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Manche Tipps waren für mich etwas fragwürdig und nicht praktikabel, aber der eine Satz brannte sich tief in mein Gedächtnis ein. Man soll sich immer, wenn man einen Gegenstand in die Hand nimmt, folgende Fragen stellen: Macht mich das glücklich? Als gebürtige Schwäbin habe ich gerne oder halte ich gerne an Dingen fest. Weil Mutti immer sagte: Des kann man nur brauchen, des werfen man nicht weg. Übersetzt heißt das so viel wie: Das können wir noch gebrauchen und werfen es nicht weg. Oft kam auch der Satz: Wer weiß, wann wir es wieder brauchen und so weiter. Und du kannst dir vorstellen, wie sehr mich das in meinem Verhalten geprägt hat. Genauso wie die Sätze: Was man geschenkt bekommt, das wirft man nicht weg. Also was man geschenkt bekommt, wirft man nicht weg. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Damit war gemeint, egal wie schlecht, hässlich oder unnütze das Geschenk war, man sollte es behalten und dankbar sein und vor allem den Mund halten. Wie auch immer, als ich jedenfalls nach der Trennung von meinem Ex-Mann ein zweites Mal umzog und wirklich vieles aussortiert hatte, was ich bei meinem fluchtartigen Umzug aus unserem gemeinsamen Haus mitgenommen hatte, dachte ich, ich wäre im Loslassen und Wegwerfen schon recht gut. Ich hatte beim neuen Umzug mehrere Autoladungen an Kleidern, Möbeln, Bettwäsche, Handtüchern, Küchenutensilien an karitativen Einrichtungen gespendet. Vieles aus meiner Ehe, der über 30-jährigen Beziehung, an Altlasten losgelassen. Und dann packte ich in meiner neuen Wohnung die Kisten aus. Ich stellte mir neue Fragen, unter anderem diese Frage: Macht mich das glücklich? Ich packte eine Kiste mit Dekokram aus und hielt einen goldenen Frosch in der Hand, der in einer meditativen Yoga-Om-Haltung saß. Für die, die jetzt das Video schauen, so schaut der aus. Ich habe damals noch ein Bild gemacht. Es war übrigens einer der allerletzten Geburtstagsgeschenke meines inzwischen Ex-Mannes. Und plötzlich schrie es in mir ganz laut: Nein, es macht mich nicht glücklich. In diesem Moment wusste ich, ich darf den Frosch und seine kleinen Freunde, ich hatte noch zwei kleine, loslassen und mich fragen,
Wenn er mich nicht glücklich macht, wen könnte er denn dann glücklich machen? Also ich packte ihn in eine Kiste mit anderen Dingen, die ich weitergeben wollte. Am nächsten Tag machte ich mich mit einem großen und einem kleinen, die kleinen Frösche auf den Weg zu meiner Friseurin Sabine, weil ich mir dachte, ihr und ihrem Salon könnten die Frösche eine Freude bereiten. Sabine öffnete mir die Tür und lachte. Da ich den großen Frosch unter meinen Arm geklemmt hatte, sie fragte dann, was machst du denn damit? Ich hielt ihr den Frosch hin und erzählte ihr, dass mich der Frosch nicht mehr glücklich macht und ich mich frage, ob er sie glücklich machen könnte und ich ihr den schenken würde, wenn sie wollte. Und was soll ich sagen, sie war hocherfreut und glücklich über dieses unerwartete Geschenk. Der Frosch und seine kleinen Geschwister fanden ein neues Zuhause und schmückten seither den Salon. Sabine erzählte mir, wie oft sie von ihren Kundinnen angesprochen wird, weil die Frösche auch anderen in ihren Herzen berühren und glücklich machen. Und immer wenn ich zu meiner Friseurin gehe, sehe ich seit inzwischen sind es 6 Jahre, weil das Buch ja auch schon Weilchen alt ist. Die Fröschlein und erinnere mich an diese schöne Geschichte. Also wenn du etwas in deinem Leben hast, was dich nicht mehr glücklich macht, frage dich, wen könnte es glücklich machen oder wem könntest du damit glücklich machen? Und stellt euch vor, heute war ich gerade wieder aktuell bei Sabine und die Fröschlein stehen immer noch. Und was lässt jetzt dein Herz höher schlagen? Es gibt Momente im Leben, die machen uns tatsächlich traurig und dann gibt es die Momente, die uns sofort ein Lächeln und ein Strahlen ins Gesicht und ins Herz zaubern. Und wie ist es bei dir? So, ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen euch mal was aus dem Buch vorgelesen. Und jetzt möchte ich dir noch so ein, zwei Zitate mit auf den Weg geben. Das Gefühl der Dankbarkeit und Liebe und des Glücklichseins sind Umarmungen und Küsse für deine Seele. Ein Zitat von mir. Und ja, ich hoffe, dir hat jetzt so ein bisschen die Lesung so richtig gut gefallen. Und zum Abschluss, ups, mag ich dir jetzt. Habe ich sie denn jetzt? Genau, nochmal zum Thema Ahnen und systemische Aufstellung mag ich dir jetzt ein, ja, eigentlich sogar aus Mexiko überlieferte Segen eigentlich. Es ist der Nahutai-Segen. Da geht es tatsächlich drum, im Prinzip sind ähnliche Sätze wie mir oder ich sie auch bei Familienaufstellungen und systemischen Aufstellungen verwende. Und mit dem möchte ich jetzt sozusagen dann etwas abschließen. Ich befreie meine Eltern von dem Gefühl, dass sie mit mir versagt haben. Wenn du magst, kannst du gerne einfach mal die Hände auf dein Herz legen, die Augen schließen und tief durchatmen und jeden Satz für sich einfach mal in dir aufsaugen. Dazu lade ich dich jetzt ein. Tief ein und wieder ausatmen. Ich beginne nochmal mit dem ersten Satz. Ich befreie meine Eltern von dem Gefühl, dass sie bei mir versagt haben. Ich befreie meine Kinder von der Notwendigkeit, mich stolz machen zu müssen. Mögen sie ihre eigenen Wege nach Herzenslust gehen. Mögen sie ihrer Intuition folgen und so ihre Träume verwirklichen. Ich entbinde meinen Partner von der Verpflichtung, mich zu vervollständigen.
Mir fehlt nichts. Ich lerne die ganze Zeit mit allen Wesen. Ich danke meinen Großeltern und meinen Vorfahren, die auf die Welt gekommen sind, damit ich heute leben kann. Ich befreie sie von früherem Versagen und unvollendeten Wünschen, wissend, dass sie ihr Bestes getan haben, um ihre Lebensumstände in bester Art und Weise zu tragen, so gut es ihnen möglich war. Ich ehre sie, liebe sie und erkenne sie als frei von aller Schuld an. Ich zeige meine Seele vor ihren Augen, und deshalb wissen sie, dass ich nichts mehr verstecke oder schulde, außer mir selbst, meiner eigenen Existenz treu zu sein, indem ich der Weisheit meines Herzens folge. Ich weiß, dass mein Friede und mein Glück in meiner eigenen Verantwortung liegen. Ich verzichte auf die Rolle des Retters, derjenige zu sein, der die Erwartungen anderer erfüllt. Indem ich durch und nur durch Liebe lerne, ehre ich meine Essenz und segne mein Wesen und meine Ausdrucksweise, auch wenn man mich vielleicht nicht versteht. Ich verstehe nicht, weil nur ich meine Geschichte gelebt. Ich verstehe mich, weil nur ich meine Geschichte gelebt und erlebt habe. Weil ich mich selbst kenne, weiß ich, wer ich bin und was ich fühle, was ich tue und warum ich es tue. Ich ehre mich, ich liebe mich und erkenne mich als frei von Schuld an. Ich ehre dich und ich liebe dich und ich erkenne dich frei von Schuld an. Ich ehre die Göttlichkeit in mir und in dir. Wir sind frei. Das wurde geschrieben im 7. Jahrhundert in der Zentralregion von Mexiko. So steht es zumindest überliefert oder so ist zumindest die Quellenangabe. Ich hoffe jetzt, ich konnte dir so ein bisschen einen Einblick in tatsächlich das Buch Wie aus Wunden Wunder werden, entdecke die Kraft in dir mit auf den Weg geben. Das Buch bekommst du natürlich überall in jeder Buchhandlung deines Vertrauens. Als E-Book gibt es das tatsächlich bei großen A, ihr wisst schon. Und du kannst es natürlich auch, wenn du möchtest, per PN bei mir selber bestellen oder beim Verlag Tradition oder Tradition Verlag, wie auch immer. Ich werde dann unter das Video nochmal den Klappentext stellen und ich werde unter das Video dann ganz, ganz einfach noch die Links und Bezugsquellen stellen. Ich hoffe, die Lesung hat dir jetzt einigermaßen gefallen und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein ganz zauberhaftes, wundervolles, wollen Tag und teile das gerne mit anderen. Tschüss!